So, hallo, Bild ist da, Ton ist da, alles ist da. Ich auch. So, wir machen weiter mit Binding of Isaac Repentance. Und wir sind bei Tainted Forgotten angekommen, den wir ein bisschen durch die Luft schmeißen können. Und das Hauptproblem bei Tainted Forgotten ist für mich, wie immer, die Herzen. Ne, das ist mein Hauptproblem. Wenn wir eine gute Möglichkeit haben, schön Energie zu behalten, vielleicht jetzt einfach hier zwei, das sind zwei Pillen, vielleicht kommt jetzt einfach hier Dings, weißt du schon, Balls of Steel. Oh, oder das da. Ist halt nicht schlecht, aber ist jetzt nicht, was ich wollte. Aber ist besser als... Oha! Ja, moin. Das ist natürlich eine Geschichte. Da gehe ich mit. Keine Ahnung, was das ist. Ach doch, das ist ja gut. Ist jetzt halt wieder die Frage. Sehe ich das, dass der rot wird obendrauf? Dann könnte ich den immer dann schmeißen auf den Boss, wenn er rot wird. Aber sehe ich das? Oder wie läuft der Lachs? Ach so. Ach so. Ah, I see. Ich glaube, das ist für ihn nicht die beste Geschichte. Aber wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das ist nicht die beste Geschichte. Das hier würde ich mir kaufen nachher. Ja, ich... Ach, und ich stoppe wieder die Dings. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich bekomme trotzdem weniger Münzen am Ende. Oh mein Gott, wieso hast du die jetzt nicht... Ach so, weil er gerade wieder aufgelaufen. Oh nee, das... Nee, das ist eine ganz... Nee, komm. Nee, das ist eine ganz schlechte Geschichte. Dann kann ich kaum angreifen. Das ist eine ganz schlechte Geschichte. Das muss ich zurücksetzen. Das war nicht so gut. Hallo? Du willst einmal da rein. Dankeschön. Okay. Luck up. Gut. Alpha. Gut. Da gehen wir noch nicht rein. Too soon. Aber wir haben keinen Schlüssel. Okay. Aber wir haben den unteren Item noch nicht geholt. Das untere Item. Noch ein P-Up. Ja, ich meine, es ist halt nur ein blaues Herz. Also insofern... Ist nicht so stark jetzt, aber es ist natürlich in Ordnung. Wäre halt schön, jetzt es auch nicht zu verlieren. An einer verfluchten Spinne. Da könnte ich schon wieder zu zaubern. Gut wäre es, wenn man den irgendwie wieder zu sich zurückpfeifen könnte. So, ohne... Oh nee, das hat den gekillt! Wie soll ich den jetzt holen, ohne Schaden zu nehmen? Ja, eben. Okay, bleib da mal stehen, Kollege. Räum mal so ein bisschen auf. Da drüben müsstest du hinwerfen können. Nice. Hau den! Mann, zu langsam. Jetzt hau hoch. Ja, 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 ja. Jetzt hau runter. Den da drüben weg. Jawohl. Den da unten erwischen. So, jetzt hier oben hoch. Jawohl. So, jetzt kann ich wiederholen. An den da oben kommst du jetzt auch ran. Sehr schön. Hau die Spinne.
Sehr gut. Jo! Was mir aber aufgefallen ist, der blinkt, also anders als andere Charaktere, blinkt er so ein bisschen, nachdem er getroffen wurde. Er scheint einen kurzen Moment Unverwundbarkeit da zu haben. Das ist mir aufgefallen. Yikes. Mach jetzt mal dieses dumme... Oh nein, das ist so einer. Stimmt, der ist rot. Den muss ich öfter treffen. Also was heißt öfter? Den muss ich so treffen, dass er weggeht. Ja, und jetzt komme ich nicht ran. Knochen! Okay. Es geht halt nur, wenn er der Einzige ist, der übrig ist. So, jetzt einen Schlüssel opfern. Kaufen. Wow. Ich kann jetzt durch Wände schießen. Cool. Bin von dem Anfang hier noch nicht überzeugt. Nein, wo werfe ich denn schon wieder hin? Ach, das sind beides Gegner, die nicht so angenehm mit ihm sind. Ja, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib schön da. Super. Hau ihn, Mist. Ich darf da nicht, ich muss da in der Nähe bleiben, dass er... Ah, scheiße. Jetzt hau ihn, nicht hochgehen, ah, der ist zu weit weg, nee, der ist zu weit weg. Ah, ja, nie. So stirbt er noch nicht. Jetzt. So, du bleibst da jetzt, wo du bist. Nein, jetzt geht der Knochen nach oben, Mann. Jetzt drauf, hau drauf, hau drauf. Wir haben da den Knochen ein paar Mal getroffen. Machen wir erstmal das Viech da weg. So. Na, er ist wieder zu weit weg. Jetzt drauf und nochmal. Und nochmal. Was ist dein Ernst? So, tschüss. Ja, schlechter Kampf. Schlechter Kampf. Von den Sachen, die da sind, fühle ich jetzt nicht so wirklich, hier irgendwas zu kaufen. Die Bombe nehmen wir am Schluss mit. Ja gut, das sollte jetzt kein Problem werden. Eigentlich kann ich da warten, bis die bei ihm vorbeizischen. Da sollte oft genug eine vorbeikommen. Eine Knutschkugel. So, das war die Geschichte. Jetzt einmal kurz hier unten hin und gucken, was da ist. Aber hier ist nichts und dann die Bombe mitnehmen. Hier war auch nichts weiter, ne? Nee. Nee. Okay, Bombe und ab. Ich bin noch nicht überzeugt von dem Anfang. Wir haben nur HP am Anfang bekommen und die sind halt beide schon wieder aufgebraucht. Ich meine, gut, es ist noch ein Shot-Speed-Up, aber was will ich hier groß an Shot-Speed-Up bei ihm? Okay. Das ist halt jetzt effektiv das Gleiche. Ne? Das hat... Oh boy, ich habe da nicht aufgepasst. Oh, ich darf jetzt nicht da runterwerfen, sonst kaufe ich einen Schlüssel. Wobei, einen Schlüssel will ich eh kaufen. Aber ich darf nicht woanders hinwerfen. Da muss ich böse aufpassen. Sobald ich den irgendwo hinwerfe... Genau das meine ich. Wo ich den nicht haben will, fängt er an, Sachen zu kaufen. Das ist... Ey! Das ist, was ich meine. Ich meine, gut, jetzt haben wir drei Schlüssel. Jetzt braucht man keine Schlüssel mehr kaufen, aber dafür wollte ich das Geld jetzt nicht ausgeben.
Okay, sein Schlag ist jetzt stärker geworden, aber dafür geht seine Tierrate halt massiv runter. Aber es ist ja sein sein Hauptschlag, wenn ich ihn werfe, ist ja dann trotzdem der Dreierschlag. Ist okay. Aber wie gesagt. Also der Schlag ist halt dann cool, der erste Schlag. So, ne? Aber wenn er jetzt dann irgendwo liegt, kann ich nur relativ langsam zuschlagen. Solange die Tierrate nicht hochgeht wieder. Aber dafür ist ein Hauptschlag, also der Wurfschlag. Der ist dadurch jetzt schon stark geworden. Aber das meine ich jetzt, ne? Jetzt kann ich dreimal schlagen, bis ich mal treffe. Und dann dauert es halt ewig, bis er sich auflädt und dann mal ein paar Knochen wirft. Okay, hauen jetzt weg, jawohl, gut. Na, der Schlag ist gut. Da will ich gar nichts sagen. Der Schlag ist voll in Ordnung. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder rankommen. Aber ansonsten regeln jetzt erstmal Knochen. Jetzt regeln erstmal die Knochen, die ich werfen kann. Ist in Ordnung. Okay, die Pilze machen erstmal keinen Ärger. Weil die kann ich ja einfach im Sitzen. Sitzen. Was laber ich? Gut. Ja, die Pilze sind kein Stress. Die bewegen sich nicht von der Stelle. Sind voll in Ordnung. So. Und jetzt einfach nochmal einen Knochen hochwerfen. Und alles ist cool. Wirklich. Oh, come on. Okay, wir müssen noch gar nicht groß hoch in den Shop gehen. Wir haben nur 14 Münzen, die nützen mir nichts. Gehen wir weiter. Ja, aber der erste Schlag ist jetzt halt stark. Der erste Schlag ist jetzt vor allem bezüglich Bosse echt stark. Weil es halt so ein Dreierschlag jetzt ist. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Das ist völlig in Ordnung. Bin ich absolut dafür. Retrovision bin ich jetzt nicht so dafür, aber ist jetzt auch nichts Schlimmes in der Situation. Nein, Mann! Hau drauf! Aber ich muss jetzt die Tierrate trotzdem enorm hochholen, dass er relativ schnell immer schlagen kann, wenn die Situation gegeben ist. Das ist das Ding. Weil, seht ihr ja selber, die Tierrate ist jetzt halt massiv scheiße. Könnt ihr jetzt auch einfach da liegen lassen und so machen, aber das dauert halt zu lange. Na, das dauert. Ich drücke die ganze Zeit auf die Taste und ihr seht, wie lange es dauert, bis der wieder schlägt. Es dauert ewig. Komm vorbei. Ja, wow. Na, super. Oh, die vier können mich natürlich treffen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, ich darf nicht da hochgehen, da ist es zu gefährlich. Erstmal die da unten erwischen. Ja, schön. Schön. Und weg mit euch, komischen Dingern. Ja, das reicht nicht. Jetzt hat der da drüben einen hingesetzt. Aber jetzt kommt der nächste wieder hoch. Nee, doch nicht. Ja, mach dich weg. Gut. Treffe ich den so? Ja, perfekt. Dann hauen wir den jetzt erstmal weg. So, und dann hauen wir den jetzt noch weg. Okay. Mal die Dinger noch loswerden. Also wie gesagt, Triple Shot ist in Ordnung.
Aber die Tiersrate müssen wir jetzt halt dringend wieder hochbekommen. So. Ich bin jetzt zwei Dinge am Überlegen. Das ist alles jetzt nicht in meiner Situation das Beste. Normalerweise würde ich das Flug-Item nehmen mit HP, das ist glaube ich sogar. Aber ich würde gerne sehen, ob das Schwert überhaupt einen Effekt hat. Wenn ich das Schwert jetzt einsetzen kann, dann wäre das nämlich cool. Ich nehme jetzt mal das Schwert mit, um zu gucken, ob es überhaupt einen Effekt hat. Also es ist jetzt ein Versuch. Ja. So viel dazu. Es hat gar keinen Effekt. Scheiße. Ach, Mist. Er hat jetzt nichts. Ich hätte gehofft, dass er jetzt das Schwert hat. Ja gut, sollen wir jetzt ein HP-Up für 15 Münzen kaufen? Nee, weil ganz ehrlich, blaue Herzen, die einzeln hier rumliegen für 5 Münzen, die sind halt genauso HP-Up. Also gehen wir. Gibt hier nichts zu kaufen. Zwei Schlüssel haben wir noch von meinem tollen Kauf. Ja. That's it. That's it. Ist okay. Machen wir so. Machen wir weiter. Ach, what? Ich kann wieder öfter schlagen. Also die Tiersrate hat es erhöht. Aber was genau... Bleibt es dann jetzt einfach da eine Weile und ist sozusagen schädlich für Gegner? Wäre ja interessant. Ja, gut, ist ein AP-Up, kann man mitnehmen. Also das wäre interessant, wenn das jetzt auch noch zusätzlich sozusagen diese Schwingen, wenn die auch noch zusätzlich so ein bisschen Schaden machen. Das fände ich ja ganz cool. Okay, gut, dass wir eine Bombe haben. Kann ich die so setzen? Ah, ich muss sie mit ihm setzen. Ja, moin. Hätte ich schon wieder fast alles falsch gemacht. Ich hätte schon wieder fast nicht dran gedacht. Gut, dass ich nochmal nachgedacht habe. Ist das Feuer kaputt? Ja. Okay. Schön, schön. Mein Problem ist jetzt wieder, hier ist eine 7er Reihe. Ich meine, das Kraftarmband ist jetzt nicht das stärkste Item. Aber wir haben noch gar kein Spacebar-Item, also why not? Okay. Kann ich das jetzt hier eigentlich? Er nutzt das. Er nutzt das Spacebar-Item. Der Typ, der Tainted Geist kann gar nichts. Der macht effektiv überhaupt nichts. Kann der jetzt überhaupt so einen Stein dann hochheben? Wenn ich den da passend mal platzieren könnte? Nein! Muss ich den komplett auf den Stein genau drauf werfen? Geht's dann? Der hebt nichts! Das ist ja kompletter Spaß. Okay, also ganz viele Items funktionieren mit ihm überhaupt nicht. Jetzt kann er es hochheben. Ich muss ihn wirklich exakt draufwerfen. Das heißt, die meisten Steine werde ich nicht hochheben können, um nachzuschauen, ob da ein Dings ist. Weißt du schon. Das heißt, auch die Totenköpfe werde ich nicht... Ja, okay, doch die schon. Weil dafür habe ich es geholt. Das ist nicht richtig gelegt. Willst du mich fragen? Ah, okay. Es geht, wenn ich ihn auf dem Kopf habe. Hallo? Wenn ich ihn auf dem Kopf habe, dann kann das hochheben.
Na, das ist doch was. Dauert ja nur 3 Jahre dann. Ja, nice. Aber hat sich schon gelohnt. I'm sorry. Muss sein. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das so ein Raum ist, aber es kann halt sein. Und deswegen muss ich das gucken. Jetzt mal wieder Geld ausgeben. Aber jetzt auch die nächste Geschichte. Den Cube kaufen ist Schwachsinn. Aber es ist die 7er-Reihe. Das ist... Oh. Na gut, wobei... Nein, Cube ist nicht Schwachsinn. Der macht immer noch Schaden. Selbst wenn er sich um den Typ dreht, der ihn eigentlich gar nicht beschützen muss. Aber er macht immer noch Schaden. Das ist dann schon in Ordnung. Er macht ja Schaden. Ich habe nichts gesagt. Oh nee, ich hasse das. Die müssen weg, die müssen weg, die müssen weg. Die machen böse Ärger. Scheiße. Die gehen halt nicht kaputt, weil die erst zu so einem dummen Klumpen werden. Mist. Mist, Mist, Mist. Yes. Weg mit euch. Die blöden Klumpengegner sind für ihn echt problematisch. Vor allem, wenn noch andere im Raum sind. Nein. Muss jetzt mehr aufs Ausweichen erstmal achten. Nicht mehr von den Klumpen, nein. Scheiße. Okay, ein Bums und Viech erledigt. Nice. Aber die Gegner sind okay. Die Gegner sind in Ordnung und das war's dann schon. Gut. Schön in einer Reihe alle. Das war nicht die Reihe, die ich wollte. War scheiß drauf. So, der ist weg. Auch gleich. Zack und zack. Okay. So. Weiter im Programm. Die Empress mit Tarot-Effekt. Ach, nicht Tarot-Effekt. Doch, doch, Tarot-Effekt ist es. Tarot-Clove-Effekt. Muss kurz Tarot-Clove nachlesen. Empress plus Tarot-Clove. Plus 1,5 Damage Up und plus 0,3 Speed Up. Okay, also... verdoppelt den Effekt. Verdoppelt den Effekt. Normaler Effekt ist plus 1,5 Damage Up, so ist es plus 3. Das ist der War of Babylon-Dings-Effekt gewesen, glaube ich. Verwechsel ich immer mit der Priestess. Das ist der Fuß. Okay. Okay, also würde ich mir dann aufheben. Oh, Magician hat auch einen Effekt. Magician hat auch einen Tarot-Effekt. Würde ich mir genauso aufheben. Welchen Tarot-Effekt hat Magician? Ach, da. Gibt plus 2, Damage ab. Plus 2 Damage ab. Nice. Das wäre beides für den Endkampf dann eigentlich ganz cool. Also beide Karten eigentlich jetzt noch nicht einsetzen. Weg. Wow, vorsichtig. Sehr gut. Und jetzt hat nämlich dadurch, dass wir jetzt den Cube um ihn rum haben, sind auch Gegner, die einfach nur an ihn rangehen, schon gefährdet. Was gut ist. Seht ihr das? Wie schön der Cube da aufräumt? Das ist voll in Ordnung. Und eine 7er Reihe ist halt eine 7er Reihe. Also selbst wenn da zwei nutzlose Items sind, ich muss aufkaufen, weil ich weiß nicht, was drunter kommt. Das ist das Ding. Bisher hat sich bei euch keiner beschwert, dass ich das mit dieser 7er Reihe so mache. Also ich hoffe schon, dass das sinnvoll ist. Du bleibst gleich, wo du bist, mein Freund.
Sehr schön. Sehr nice. So, nächstes 7er Item kaufen. Erstmal nicht nützlich, vielleicht später. Okay, das nächste kaufe ich auf keinen Fall mehr, weil ich jetzt eh kein Geld mehr dafür habe. Oh, vorsichtig! Der kann Brimstone, der Dude. Der andere auch der Brimstone, Dude. Ah, verflucht, habe ich nicht aufgepasst. Ey, ich kriege ihn nicht, scheiße. So, bleibt jetzt mal liegen. Scheiße, so komme ich ja nicht ran. Ah, ich muss wieder hin. So ist gut. So ist gut. Schön treffen lassen. Jetzt komme ich nicht mehr ran. So ist gut. So nicht. Ich muss näher ran. Okay. Knochen aufladen und... Ah, scheiße! Das war nochmal ein ärgerlicher Treffer. Das war nochmal ein sehr ärgerlicher Treffer. Ah, nichts, was wir kaufen wollen. Oder auch können. Weder, also wir, weder können wir, noch wollen wir. Ja gut, das war dann die Geschichte hier. Ach, ich kann ja so machen. Ah, ich bin dumm. Ich kann es ja fallen lassen. Okay, also wenn ich ihn habe, kann ich die Spacebar-Geschichten schon genauso nutzen. Okay, 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 okay. Dann geht es ein bisschen schneller. Weil das müssen wir schon auch... Also jetzt, wenn ich schon das Armband mitnehme, ne, dann will ich es auch schon sinnvoll nutzen. Oh, nice. Sehr wichtig, dass wir wieder Energie bekommen. Wir gucken erstmal hier außen uns um. Den werde ich leider nicht los. Der in der Ecke gefällt mir ja gar nicht. Schade. Das ist dieses Ding, dass man in alle Richtungen oder so gehen kann, ne? Aber das nützt mir, glaube ich, gar nicht. Ah, das macht die Tiersrate ein bisschen höher. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber bringt mir jetzt im Endeffekt nichts. Wow, die Herzen bringen auch richtig viel. Okay, hier ist jetzt Dings Birthright. Tour of Hearts nützt mir gar nichts. Kann man gleich liegen lassen. Bringt mir Birthright was? Lasst mich mal Birthright gucken. Birthright by Forgotten. Bist du implementiert oder nicht? Grants the Recall Ability. Oh! Dann kommt er zurück zu mir. Dann kommt er zurück zu mir per Knopfdruck. Das will ich. Das will ich. Müssen wir erstmal hier überleben. Aber das will ich. Oh, ich hab den da oben nicht gesehen. Scheiße. Yo, das will ich unbedingt. Dass der von selbst zurückkommt, das ist ja super gut. Weil das ist jetzt das Hauptproblem. Oh, Mist. Weil das ist eigentlich gerade mit das Hauptproblem, dass ich ja den immer nicht zurückbekomme. Jetzt zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt den mit Knopfdruck holen könnte. Weil jetzt haben wir nämlich gleich ein Problem. Ich werde jetzt stoppen. Ich werde die Phase jetzt stoppen. Ich habe sie nicht gestoppt! Ich wollte jetzt bewusst mal stoppen und habe daneben geworfen. Chillig. Chillig. Okay. Also der hat sehr viele interessante Synergien, das muss man sagen. Er hat sehr viele interessante Synergien, die mir gut gefallen.
Ja, die Dinger macht er natürlich wieder nicht kaputt. Aber da können wir eine Bombe setzen. Okay, ich hol dich anders zurück. Ist mir zu riskant. Nee, so wird es auch nichts. Kriege ich den jetzt dazwischen die Feuer geschmissen? So vielleicht. Nee, ist mir zu riskant. Junge! Nee, ich dachte so über Bande vielleicht. Nee. Aber eigentlich müsste der doch so trotzdem beide Feuer mitnehmen, oder? Ja, okay. Er hat sie mitgenommen, aber es hat mir nichts gebracht. Okay, jetzt ist wieder die Frage, wer setzt denn dann die Flamme ein? Doch wahrscheinlich er. Aber es wäre ja gar nicht mal schlecht. Es wäre ja gar nicht mal schlecht. Also die Flamme würde ich schon fühlen. Doch, doch, die Flamme müssen wir ausprobieren. Das könnte halt super gut sein, wenn er noch zusätzlich die Flamme von sich aus einfach setzen kann, weil die hat ja dann eine ordentliche Reichweite. Müssen wir nur jetzt den Anfang überstehen. Nur wieder den Anfang überstehen. Nein. Nicht gleich getroffen werden. Das ist dumm. Nicht... Oh. Ich weiß halt nicht, ob es einen Nachteil hat, wenn das stoppt. Normalerweise bedeutet es immer weniger Münzen. Ich weiß nicht, ob es... Das war so dämlich jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob es hier auch weniger Münzen dann bedeutet, aber es wirkt schon so. Guck mal, jetzt ist nur eine einzige Münze gespawnt. Ich glaube schon, dass das einen Nachteil hat. Ich denke, sonst wären da eigentlich jetzt mindestens zwei gespawnt oder so. Keine Ahnung. So wie jetzt, zwei Münzen. Und jetzt dann drei Münzen. Scheiße. Scheiße! Ne, wieder zwei. Dann meinetwegen dann halt immer zwei jetzt am Anfang, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das gezählt wird, was, wann, wie viele Münzen kommen. Oh, aber die Energie ist doch wieder so dumm. Kommt nur eine! Ich spiele aber wieder. Jetzt habe ich wieder richtig unvorsichtig gespielt. Das gebe ich zu. Ich habe wieder richtig unvorsichtig gespielt. Ärgert mich. Ärgert mich ja selbst. Guter. Piss dich. Okay. Genau 15. Wir können das Feuer sammeln und gucken, was passiert. Also ich meine, dass er das einsetzen kann. Genau. Und das ist doch dann voll in Ordnung. Dann habe ich jetzt noch viel mehr Möglichkeiten. Aber jetzt habe ich halt das Energieproblem. Jetzt habe ich halt das fette Energieproblem. Ich krieg keine Herzen mehr zusammen. Oh, Scheiße. Okay, es dauert, bis es auflädt. Yo! Shit. Okay, aber die Kerze ist cool für ihn. Die Kerze ist cool für ihn. Das ist nicht so cool für ihn. Ciao. Ich muss es testen. Ja, okay. Ich war zum Testen. Wir haben eh keinen guten Start gehabt. Resistance bezieht sich garantiert nicht auf mich als Geist.
Resistance bezieht sich garantiert wieder nur auf ihn. Safe Call. Safe Call bringt mir Resistance überhaupt nichts. So wie er ja auch die ganzen Dinger einsetzt. Und bei ihm dann ja auch die Sachen rumliegen. Naja. Wir werden sehen. Gut, hier kann ich nichts weiter tun. Los geht's. Boah, aber Dings haben mit ihm hier Birthright wäre ziemlich cool. Weil, also er hat ein echt cooles Birthright. Wenn ich den dann zurückholen kann, das ist eines der Hauptprobleme, dass ich nicht mehr an den rankomme. Weil das ja auch mit dem Treffen zusammenhängt. Wenn ich den nicht immer holen müsste, sondern einfach in der Ecke bleiben könnte, wo ich ihn holen kann in Ruhe, würde ich mich viel weniger... würde ich mich viel weniger in Gefahr begeben. Yo! Seht ihr, was ich meine? Ich komme nicht mehr an ihn ran. Ohne getroffen zu werden. Ach, jetzt. Wow! Okay. Ich weiß halt nicht, ob bei ihm jetzt diese Strafe zutrifft, dass man weniger Münzen bekommt oder nicht. Weil sonst könnte ich ja immer stoppen. Also wenn es bei ihm nicht zutreffen würde, könnte ich immer stoppen, aber ich weiß nicht, woran ich das sehen kann. Das ist mein Problem, weil ich nicht weiß, ob man immer gleich viele Münzen kriegt, wie genau das bemessen wird. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich spiele schon so lange Greed Mode und weiß nicht, wann man viele Münzen bekommt. Das ist doch auch wieder dumm. Ach komm, ich habe schon wieder keine Lust. Wieso spiele ich so schlecht? Ja, kann ich mir alles nicht leisten. Wir laufen einfach ein paar Mal da oben vorbei. Ich glaube, damit gehe ich am besten. Jawohl. Oh, shit. Ist der Geist allerdings so ein bisschen anders sauer? Okay, cool. Mist. Mann! Aber ich habe halt wieder so nur noch ein halbes Herz, damit will ich eigentlich schon gar nicht weiterspielen. Weil man jetzt die Energie auch nicht zurückbekommen im Moment. Aber man weiß ja nie, was kommt.
Vielleicht kommt ja gleich Pyjamas als nächstes Item im Itemraum oder so. Ist ja alles denkbar. Mann! Yo! Bleib hier! Yo! Oh, shit. Da kam ich nicht mehr weg. Letzter Versuch für den Part. Krieg ich jetzt mehr blaue Herzen? Natürlich. Wie erhofft. 3 Stück also. Moment, können wir eigentlich das Ding überall hinschmeißen? Wir verlieren keine Münzen. Außer ich schmeiße es in die Maschine da oben. Und das wäre mit das Ungünstigste, was ich tun könnte. Okay. Und wir haben eine 7er Reihe, die mit einem HP abstartet. Und wir haben hier HP ab. Na gut. Also normaler Kampf, wir haben noch keine guten Voraussetzungen, bisher nur Herzen bekommen. Was natürlich gut ist, aber ihr wisst, wie es ist. Nein! Das ist halt schon wieder ein komplettes Herz gewesen. Das ist so dumm. Hier aufräumen. Ja, komm, wenn wir jetzt schon das Geld haben, dann gehen wir kurz einkaufen und holen uns einen Schlüssel. Da habe ich jetzt aber... Oha. Da habe ich jetzt aber echt Glück gehabt, dass das nochmal zu einem anderen Schlüssel geführt hat. Damage Up ist gut. Okay. Kleiner Boost für zwischendurch und weiter geht's. Der Boost ist auch cool. Mich ärgert nur trotzdem mein erster Treffer. Aber der Damage Up ist sehr gut. Ja. Man geht halt vor dem Schalter weg. Ich will nicht stoppen. Oh, seht ihr, wie stark der Wurf jetzt schon war mit dem Knochen? Richtig stark. Sehr gut. Ja, den Treffer musste ich leider... Also, nicht hinnehmen, aber... Den habe ich kommen sehen, sagen wir es so. Ja, hau drauf. Perfekt. Yes. Also der einzelne Knochenwurf ist jetzt gar nicht so schlecht. Nein, nicht dahin. Das war völlig falsch geworfen. So, der ist weg. Sehr gut. Okay, nur noch dumme kleine Spinnen. Die können nicht mal. Den werde ich mich jetzt aber wohl nicht mehr treffen lassen hier.
Aber seht ihr, wie wenig Geld... Achso, ja gut, nee, Quatsch, wie wenig Geld wir haben. Wir haben ja zwischendurch Geld ausgegeben. So, was kommt als nächstes unter dem HP ab? Ja, kaufen wir weiter. Kaufen wir weiter. Nur aufpassen, dass wir nicht die Kacke hier stoppen. Am liebsten würde ich warten, bis die Zeit abgelaufen ist, bevor ich wieder werfe. So, komm her. Oh, nee, 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 nee. Oh Gott, oh, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ungünstige Kombination. Das wird richtig unangenehm jetzt gleich hier. Ja, weil ich... Oh Gott, ich kann... Oh, nee. Ich kann mich niemals gleichzeitig auf so viel zum Ausweichen konzentrieren. Never ever. Okay, der ist weg. Der ist weg. Sehr gut. Jetzt ist nur noch sie übrig. Erst das kleine Viech. Stress mich nicht. So. Jetzt ist okay. Wow! Aber mehr als auf sie werfen kann ich ja nicht, weil die kommt selten an mir. Okay, sie kommt gerade genau jetzt an mir vorbei. Chillig. Ja, chillig. Ja, hi. Ja, ciao. Okay. Habe ich gerade nicht mehr dran gedacht, dass sie das macht. So, dann, zack. Ach, jetzt, ja, okay. Knochenherz, aber ohne Füllung. Aber es war auch ein Tiersab, ne? Deswegen habe ich es gemacht. Kann ich jetzt mit dem Knochen... Okay, das... Mh, ja, jetzt müssen wir natürlich das Knochenherz behalten. Hoffentlich. Ich weiß, dass das nicht die... die krassen sind, um eine Münze zu bekommen. Aber ich würde trotzdem gerne noch die Kette kaufen. Musst du den Kollegen gut positionieren. Sag mal. Aber so treffe ich die nicht. Ah. Nee. Warte. Kann ich das nicht so machen und dann weggehen? Also kann ich nicht, wenn ich ihn trage, die Bombe setzen und dann... Oh mein Gott. Da habe ich es mir aber wirklich unnötig schwer gemacht. Oh mein Gott, ich kann so Bomben setzen. Das fällt mir im dritten Part Forgotten Lost ein. Lost Forgotten. Tainted Lost, meine ich. Tainted Forgotten, meine ich. Oh Mann, das fällt mir jetzt auf. Ah, okay. Das Knochenherz ist einfach nicht ausgefüllt. Ja, moin. Würde das mit einem roten Herz aufgefüllt werden? Ja, kann ich nicht mehr testen. Ja, moin. Aber ich glaube nicht. Ah, wir können es testen. Kannst du das jetzt einsammeln? Nee. Ach, was ist denn das? Knochenherzen sind komplett useless mit dem Geist. Okay, macht bitte nicht zu viel Müll hier auf dem Boden. Muss ich alles wegräumen nachher. Mama! Okay. Ja, genau diese Scheiße hier unten meine ich. Okay, der erste ist weg. Nee, die sind nur zusammengesprungen. Die sind ja richtig synchron gesprungen ineinander gerade. Okay, Knochenwurf. Zack. Und ein Schlag. Nee, trifft nicht. Trifft alles nicht hier. Der Knochen hat getroffen. Aufladen und... Zack!
Perfekt. Sehr schön. So, nur noch die kleinen. Energietechnisch und damage-technisch bisher ein guter Start, muss ich sagen. Energietechnisch und damage-technisch bisher ein guter Start. So, noch das weiße Herz mitnehmen. Und dann hoffen, dass wir hier... Ach, das hätte ich sogar mitnehmen können. Das setzt sich ja da oben hin. Das setzt sich ja da oben ran. Ja, never mind. Ich habe nichts gesagt. Dann hätte ich es gar nicht verloren. Oh, nee! Jetzt noch eine Bombe, ne? Aber jetzt ist zu spät. Nü ist too late. Nü ist too late. Ist halt so. So. Ja, also das Knochenherz ist schon sehr wichtig. Mann, geh da hinten an die... Scheiße. Da wollte ich ihn hindringen, aber hat nicht funktioniert. Na gut, so. Okay. Das betrifft wieder nur ihn. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich dann immerhin besser ausweichen. Er ist kleiner geworden. Das ist schlecht. Das macht seine seine Trefferquote doch geringer. Das betrifft genau den Falschen sogar. Oh, ich kündige. Gerade bei ihm brauche ich das nicht. Okay, also ich darf kleiner Sachen, die mich kleiner machen, nicht mehr einsammeln. Scheiße. Das hier brauchen wir nachher. Und den Schlüssel. Na gut, dann erstmal in den Kampf. Ich meine, für das Speed-Up ist es schön, aber jetzt muss ich präziser werfen. Hm. Der Große hätte es jetzt bestimmt getroffen. Nein. Oh nein. Das heißt, wir müssen sowas wie One Makes You Larger bekommen für ihn. Das ist dann gut, weil das ja seine Trefferquote erhöht. Und One Makes You Smaller verringert die. Das ist nicht gut. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Lul. Aber das wusste ich nicht. Gut, ich hätte es mir denken können, weil bisher jeder Effekt sich nie auf den Geist ausgewirkt hat. Der Geist ist wirklich einfach nur der Tragesklave. Was anderes ist der nicht. Oh nee. Okay, gut. 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 Schön alles weg hier. Sehr schön. Aber das Damage ist halt super. Also das Damage ist super, da kann man nichts sagen. Der ist halt recht stark. Sind die unten auch? Nein, sind nur oben. Sehr gut. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, dann kann ich ihn schon noch als Schild benutzen. Nicht als gutes Schild. Warte, kann ich so runterwerfen? Ja, es reicht aus. Perfekt, dann machen wir das so. Hat nicht getroffen oder die sind zu stark. Hallo, ich bin hier, Freunde. Nice. Juckt die gar nicht, wo ich bin. So. Okay, einmal Schlüssel. Und beim nächsten Mal dann das Tiers ab. Sehr schön. Schönes passives Ei. Ja gut, es ist okay. Es ist okay. Der erledigt sich wieder selbst. Es ist okay. Ich meine, es ist an ihm dran, ne? Es schießt mit ihm jetzt einfach rum. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Das kann da sein. Das kann da sein. Ich habe nichts gesagt. Wäre mir jetzt an mir lieber gewesen, aber natürlich kriegt er das. Ist ja klar. Er kriegt ja alles. Er ist so dieser große Bruder, der alles bekommt. Und die kleine Schwester geht gleich aus. Oh Mann, ey. Nee, ist andersrum, ne?
heißt doch immer, die älteren Geschwister sagen immer, die Jüngeren kriegen alles und ich krieg nichts mehr, weil die Jüngeren sind die, die dann bevorzugt werden. Irgendwie so. Wie auch immer. Habe ich alles nie erlebt. So. Erstmal gleich ganz viele Leute getriggert. Okay. Schöne Sache. Ja, dann können wir weitergehen. Also weiter im Sinne von hier noch weiter den Rest machen. Jetzt kommt ja der Engelraum sicher. Das ist ja schon mal schön. Und jetzt können wir auch ganz oft schlagen. Das ist auch sehr gut. Also die Tiersrate ist schon auch sehr wichtig bei ihm. Nicht um den Knochen zu werfen, sondern um diesen Schlag ganz oft auszuführen. Ja, weil wenn ich jetzt immer wieder hier vorbeischicke, dann will ich auch ordentlich viele Schläge draufhauen. So, hier schön an dem vorbei. Ah, der andere kommt hier, der hat schon gelernt. Aber jetzt. Und der andere auch noch. Jawohl, und jetzt hier einmal rum. Wow, Vorsicht! Okay. Sehr gut. Ja gut, wenn es nur eine Sache gibt, dann nehmen wir die natürlich mit. Dann hat sich das auch schon geklärt. Wahrscheinlich, wenn ich werfe, werfe ich jetzt auch das Ding mit, ne? Ja, genau. Okay, das ist in Ordnung. Kann man nutzen. Vor allem für Bosse dann ganz nett, wenn die dann stillstehen und ich den hinterher werfe, kann ich den gleich draufhauen. Das ist eigentlich in Ordnung. Würde ich sagen, das ist okay. Und er kann es ja auch nochmal zusätzlich werfen dann. Ne? Das ist in Ordnung. Er kann es ja auch nochmal zusätzlich werfen. Oh, ich sehe da was, aber wir haben keine Bombe mehr, ne? Haben wir noch eine Bombe hier oben für 3 Münzen zufällig? Ne, wir haben nichts Bombentechnisches. Okay. Dann Abflug. Ich hab's gesehen, aber was willst du machen ohne Bombe? Wurde alles registriert. So. Fangen wir wieder hier an. Justice können wir einfach einsetzen. Da haben wir jetzt meine Bombe. Aber da haben wir jetzt auch den Schlüssel direkt für den Itemraum. Sehr praktisch. Jetzt, macht er mich nicht auch kleiner? Oder verwechsle ich jetzt das Ding? Blue Cap macht auf jeden Fall HP ab. Also für HP ab würde ich schon nehmen. Aber macht er mich auch noch kleiner zusätzlich? Nee, Shot Speed ein bisschen down. Aber Tears Up war dabei. Nice, 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 nice. Dann habe ich es verwechselt. Alles gut, nehmen wir mit. Guck mal, wie oft ich schon schlagen kann. Sehr, sehr schön. Shot Speed interessiert hier überhaupt nicht. So. Keinen Schlüssel kaufen. 7er Reihe. Wir haben hier wieder eine 7er Reihe am Start. Und es geht sogar mit einem guten Item dann los. Sehr schön. Was immer da noch kommt als 7er Reihe, wir werden sehen. Aber sehr schön. Auf jeden Fall guter Anfang. Die macht da am Rand entlang. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn dieses Lost Protector-Ding am Rand entlang macht, weil dann sind diese ganzen Randgegner theoretisch auch schon mal zumindest abschnittsweise gefährdet. Na? Ich muss ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, woher das Schild jetzt kam, aber ist okay. Haben die von dem Lost Protector? Oh boy, hier wird es jetzt ungemütlich. Ja, hau den weg. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das war super gut. Die sind alle in diesem riesigen Ding gelandet. In dieser... Oh, nee. Okay, das war das... Ja, okay. Jetzt hat irgendwas geregelt. Aber hatte ich ein schwarzes Herz? Gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall gut. Wir können jetzt die 7 Items erstmal kaufen. 2 Stück. 2 Stück können wir kaufen. Let's go. Damage und Range up. Und ein HP up. Ist in Ordnung.
Ne, ist in Ordnung. Und danach kommt noch ein HP ab. Ist okay, plus Luck ab vor allem. Ist ein Luck ab dabei, ist schön. Passt. Und das ist das, was ich meinte. Na, jetzt wird es nämlich zusätzlich dann auch noch... Oh, shit. Aber auch der Schild wieder nur bei ihm. Nur bei ihm. Nein, ich wollte nicht stoppen. Wie viele Münzen kriege ich jetzt für den zweiten Bosskampf? Normalerweise sind da so 7, 8 oder so. Oder? Oder 5 manchmal auch. Ja doch, sind schon einige. Also, ändert es wirklich viel oder gar nicht so? Hat jetzt nämlich nicht den Eindruck, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ja, das ist super gut, die Kombination. Das Holy Water macht hier einen guten Job. Das Holy Water macht hier einen guten Job. Ich meine, klar wäre es günstiger, für anstatt HP ab einfach blaue Herzen zu kaufen. Weil die 5 kosten, wenn man sie hier hätte. Ne? Es ist mir bewusst. Hier war jetzt das Luck Up dabei natürlich, das hat noch einen Zusatzeffekt. Aber das zum Beispiel wäre jetzt Quatsch zu kaufen. Haben aber auch eh kein Geld mehr. Nummer ist durch. Nice. Mit einem Schlag alle weggemacht. Vorsichtig. Ich hoffe natürlich auf einen weiteren Engelraum. Aber jetzt haben wir so viele Herzen, dass natürlich trotzdem ein Besuch im Satanraum sinnvoll sein kann, je nachdem, was es dann da gibt. Wobei wir jetzt natürlich viele Effekte noch nicht kennen. Zum Beispiel, was macht Brimstone? Hm, wenn jetzt Brimstone kommt... Okay, kein Brimstone. Aber eine... Kiste. Ich will nur die Kiste. Okay. Ansonsten, die sagen, die hier sind, sind es nicht wert, ne? Also auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee. Ich meine, das Messer ist gut für ihn, aber nicht 3 Herzen wert. Das, ich gebe keine 3 Herzen aus für das Messer. Vor allem habe ich dann wieder meine Engelräume verspielt. Das will ich nicht. So, die Münzen heben wir auf. Ein HP kaufen wir davon jetzt nicht. Mehr Geld kriegen wir eh nicht zusammen. Passt also. Gehen wir weiter. Okay, wir sind mal wieder hier angekommen. Gehen wir als erstes hier rein. Ah, Risikopillen. Okay, nicht so schlimm. Okay, auch nicht so schlimm. Okay, noch ein HP ab. Ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir einen Schlüssel kaufen. Das können wir. Die, na, das da würde ich dann kaufen, aber ansonsten erstmal nichts. Schön. Ich habe ein bisschen Angst, ihn ins Feuer zu werfen und dann da daneben zu hauen. Dass der da irgendwie anfängt, was anderes zu kaufen. Also, dass der das da in dieses Ding reinpfeffert. Aber hat funktioniert. Okay, ist auch nicht schief gegangen. Gut, 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 gut. So, dann Schlüssel. Schlüssel. Und hier rein. Nehmen wir mit. Klare Sache. Aber auch dieses Ding ist wieder an ihm dran, ne? Natürlich. Logisch, logisch. Aber hey, es ist eine zusätzliche Hilfe. So, ich setze jetzt hier mal eine Bombe in der Hoffnung, dass mir dieses Teil was Schönes bringt. Das war das, dass wenn ich keine roten Herzen habe oder nur ein halbes rotes Herz, dass ich so ein Schild bei Treffern bekomme, oder? Irgendwie sowas. Und ich habe doch nur blaue Herzen. Ist das jetzt sinnig? While at half a red heart, you gain a little Steve Familiar. Ach so, ja, kein Schild. Man kriegt einen Familiar, wenn man bei einem halben roten Herz ist. Haben wir jetzt einen Familiar bekommen? Nee, ne? Doch! Doch, aber der schießt natürlich nur, wenn ich auch schieße.
Also der wird weniger oft schießen, aber ist natürlich gut. Also ist besser als das Paper, würde ich sagen. Ach, das Paper hat vorhin den Schild ausgelöst. Klar. Das Paper hat den Schild ausgelöst. Ich bin dumm. Alles gut. Ja, Familie nehmen wir mit. Weil in dem Moment, wo ich schlage, schießt er auch und das ist dann schon in Ordnung. Oh, die Augen müssen weg. Kann mir mal jemand erklären, wo die zwei Dinger herkommen? Ich meine, sie sollen mir recht sein, aber wo kommen die her? Wie habe ich denn die... Schaut mal, wie viele von den Dingen wir jetzt dran haben. Wie habe ich denn die hergezaubert? Dann kann ich sie herumlaufen und Schaden machen. Verstecken wir jetzt mal hier oben und versuchen mal ein bisschen einfach nur auszuweichen erstmal. Jo, wo kommen denn die ganzen Dinger her? Also mir ist es recht, aber ich verstehe es nicht. Wie komme ich jetzt da runter? Scheiße, ey. Nein! Schlecht. Ich verliere es viel zu schnell. Das waren so viele Gegner jetzt auf einmal. Ich kann das ausweichen nicht. Es ist echt kritisch. Es ist echt kritisch. Ich muss den Bosskampf jetzt aber noch überstehen. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Nicht, dass die Dinger dann weg sind. Sind die Dinger dann weg oder nicht? Ich weiß nicht, wo die herkommen. Kommen die von diesem Knochenwurf-Item? Aber die haben doch damit gar nichts zu tun. Lass mich mal kurz das Knochenwurf-Item lesen. Da steht nichts von... Da steht absolut nichts von Dings dabei. Das ist ja faszinierend. Wo kommen die her? Warte mal. Ist es die Conjoint-Transformation, die sich jetzt mehrfach ausgelöst hat, weil ich drei Familias habe? Weil ich habe ja drei Familias. Hat sich dadurch Conjoint jetzt einfach mehrfach ausgelöst? Das wirkt irgendwie so, ne? Nein, oh, jetzt hat er wieder gestoppt. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er gestoppt hat. Dann können wir uns in Ruhe um den kümmern. Dadurch, dass jede Phase vielleicht so ein... Guck mal, jetzt ist der Steve wieder weg. Nee, da ist er. Vielleicht dadurch, dass der immer wieder neu kommt oder so, dass das jedes Mal das Conjoint neu auslöst? Kann es sein? Oh boy. Ich würde gerne erstmal die Fliegen loswerden. Und jetzt drauf, 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 drauf. Einfach nur drauf. Nein, ich laufe da auch noch. Ich hasse das, dass ich... Ich sehe, dass ich da... Das, Mann, ich sehe, dass das da was ist und lauf rein. Das ist doch zum Kotzen. Okay, wir müssen den Kampf noch schaffen jetzt. Was jetzt kommt, müssen wir noch schaffen. Aber wenn ich die Transformation habe, behalte ich die doch eigentlich den Raum über. Was war da oben eigentlich? Da war nichts zum HP-technisch. HP-technisch war da gar nichts, ne? Kriegt die Herzen nicht zurück. Da war diese
Gibt die ein blaues Herz? Nee, ne? Diese Sicherheitsnadel. Die gibt nicht zusätzlich ein blaues Herz. Oder ein schwarzes vielleicht mit Glück? Plus one black heart. Okay, wir gehen hoch. Mir egal, wir gehen hoch. Okay, die Transformation ist weg. Never mind. Aber ich habe ein schwarzes Herz dazu. Ey, es ist... vielleicht dumm gewesen. Aber ich verstehe nicht, wo das Conjoint herkam. Okay, aber das ist jetzt... das ist jetzt eine Geschichte, ich muss nur ausweichen. Aber dafür muss ich den jetzt einmal gut setzen. Perfekt. Jetzt geht's ab hier. Muss ich nur ausweichen und das mache ich da unten jetzt genauso. Die Viecher erstmal loswerden. Okay, und jetzt kann ich einfach draufhauen. Ich sammle halt den ständigen Trinket neu ein. So. Muss nur auf die Viecher noch aufpassen. Energie ist scheiße. Energie ist richtig scheiße. Ich habe es schon wieder geschafft, fast alles zu verlieren. Das ist unfassbar, ne? Es ist unfassbar. Ich habe fast alles schon wieder verloren. Mann. Okay. Wie funktioniert jetzt bei ihm Dead Cat? Wir müssen es probieren. Wir müssen es lernen. Wir müssen es lernen. Es tut mir leid, wir müssen es lernen. Wir müssen es lernen. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Puh. Wir haben 8 Leben. Wir haben jetzt noch 8 Leben. Wir haben jetzt noch Sheol vor uns. Machen wir das Beste draus. Joel, die Chest und dann den Boss. Müsste irgendwie wieder HP zusammenbekommen. Das wäre natürlich schön. Danke. Toll. Aber wir haben 8 Leben. Jera ist natürlich auch interessant. Wenn wir jetzt irgendwo blaue Herzen hätten, irgendwo mal. Yo, nein, da gehen wir nicht ran. Wir zahlen hier kein... oh, das ist auch nett. Zwar nicht so nett wie blaue Herzen, aber es dürften dann 2 blaue Herzen zumindest sein. Aber erstmal Schlüssel. Erstmal Schlüssel. Das ist auch das einzige Nette übrigens. Die Leber würde ich kaufen und das war's dann. Okay. Müssen wir jetzt nicht automatisch die Conjoint-Transformation bekommen wieder? Weil jetzt haben wir doch eh 3 Familien. Na, keine Ahnung. Oh, die Scheiß... nein! Die Scheiß Brimstone-Geister! Nein! Ich muss die Phase stoppen. Ich muss... scheiße! Nein! Ich hab's nicht geschafft, die Phase zu stoppen. Weil wenn wir jetzt sterben, fängt die Phase von vorne an. Also alles von vorne an. Mist. Ja, wir sind jetzt bei 0 von... ah, fuck. Das ist genau, was ich befürchtet habe. Ich muss die Phase öfter stoppen. Das machen wir jetzt hier, dass wir schnell... dass wir es durchschaffen. Dass wir es durchschaffen.
Sonst schaffen wir es nicht durch. Das ist das Problem. Versteht ihr? Ah, die sind auf meiner Seite, wo auch immer die herkommen. Es gibt jetzt wahrscheinlich am Ende wesentlich weniger Geld, wobei das Phasen sind, die wir eh schon geschafft haben. Dafür gibt es eh kein Geld mehr, ne? Aber wenn ich nämlich zwischendurch sterbe und die Phasen von ganz neu anfange, dann habe ich überhaupt nichts gewonnen. Das wäre dann kompletter Schwachsinn. Dann lieber weniger Geld, aber durchkommen. Und das ist die Phase, in der wir von gestorben sind. Die alle hatten wir eigentlich schon weg. Also nee, hatten wir eben nicht, hatten wir eben nicht. Das ist der Punkt. Wir hatten eben ja noch nicht weg. Wir waren nur an dieser Phase. Bis zu dieser Phase wurde es nur ausgespielt. So ist es. Jetzt gibt es wieder Geld. Genau, die Phase hatten wir noch nicht. Ich hoffe, ich krieg sie gleich beide. Okay, der ist down. Der rollt jetzt los und kann mich mal kreuzweisen. Hier gab jetzt gar kein Geld für den. Wurden die vorhin schon gespawnt? Oder gab es jetzt einfach kein Geld, weil ich so oft gestoppt habe? Ja, das ist jetzt das Ding. Es gibt jetzt nur eine Münze, aber scheiß drauf. Ich komme sonst da nicht durch. Ich habe da sonst keine Chance. Und wir, die Leber kaufen wir ganz zum Schluss. Vorher würden wir halt notfalls noch hier Leben hergeben. Nice. So, Bosskampf. Oh, auch den müsste ich stoppen vorher. Ah, wobei, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Perfekt. Vorsichtig, auf die Dinger aufpassen. Die kommen gleich wieder. Nein. Na, Mist. Okay, aber das dürfte jetzt bei dem Bosskampf losgehen, richtig? Dürfte jetzt bei diesem Bosskampf losgehen. Let's go. Ja. Bleib da oben, bleib da oben. Sehr gut. Vor allem dem Ding ausweichen, was jetzt hier durchsieht, überall. Sieht es doch überhaupt irgendwo durch? Nee, schon weg, ne? Nice. Okay, Satan-Deal-Kampf. Wir haben jetzt natürlich ein Satan-Item gekauft. Aber wir können jetzt natürlich auch die Leben hergeben, um neue Items zu kaufen, wenn sie gut sind. Okay, das sollte uns doch jetzt nicht allzu große Probleme bereiten hier. Vor allem, die werden sich hier gegenseitig einfach sprengen. Wenn ich die nicht spreng, sprengen die sich. Ja, guck mal, ist nur noch... Ich glaube, es ist nur noch einer übrig. Wow! Okay, sind noch zwei übrig, ich habe nichts gesagt. Jetzt noch einer übrig.
Das hat nicht gereicht. Scheiße. Jetzt, jetzt, nice. Stevie hat's geklärt. Steven hat's geklärt. So, let's go. So, ich muss kurz nachgucken. Ich würde beides spontan nehmen. Die Frage ist jetzt nämlich nur nach der Reihenfolge. Ich glaube, eins davon gibt mir zusätzlich blaue Herzen. Ich glaube, das Damage-Up gibt mir zusätzlich blaue Herzen. Eins zumindest. Also diese Kringel sind das Damage-Up. Genau, gibt ein Soul-Heart. Richtig, richtig. So. Das heißt, erst das Augendings. Das Augendings ist Damage up, Range up, Shot Speed down. Macht wahrscheinlich jetzt nicht den Effekt, den ich normalerweise da kenne, ne, dass man die Träne dann kontrollieren kann. Aber ich will ja dann das Herz mehr haben. Also ist die Reihenfolge. Moment, stopp! Stopp! Big Stop. Nachdenken. Ich werde raus befördert, wenn ich sterbe. Ich werde draußen. Ich starte draußen wieder. Ich starte draußen wieder und kann nicht zurück in den Raum. Dann ist doch das linke Item das erste. Richtig? Ich sterbe ja. Ich werde ja draußen respawnen. Also wenn jetzt die Reihenfolge falsch ist, dann sorry. Aber ich habe nachgedacht. Wenn ich jetzt zum falschen Schluss komme. Okay, aber ich habe nachgedacht. Ach so. Ja, so kann ich jetzt beide nehmen. Ah, okay. Hätte ich es andersrum gemacht, wäre ich direkt gestorben und hätte das andere nicht mehr nehmen können. Gut. Gut, dann ist es auf andere Art und Weise jetzt. Hat es auf andere Art und Weise funktioniert, aber ist auch in Ordnung. Ich gehe jetzt als erstes in den Raum. Keine Sorge, ich hole mir die Leber. Ich habe die Leber nicht vergessen. Ich wollte nur, falls hier Gegner sind und falls ich hier Energie verliere, wollte ich sie jetzt verlieren. Und nicht, nachdem ich die Leber gekauft habe. Ihr versteht meinen Gedankengang? Okay, cool. So. Wir kaufen nur die Leber und dann Abflug. Weil die gibt zumindest zwei Herzen. Ja, alles andere ist auch Schwachsinn. Dann hoffe ich jetzt im nächsten Abschnitt natürlich auf möglichst blaue Herzen im Shop. Weil die müsste ich dann halt mit Geld hochkaufen. Das wäre halt jetzt insane gut. Blaue Herzen im Shop. Schlecht. Ich lasse das mal kurz da liegen. Ich lasse das jetzt erstmal da liegen. Für den Fall, dass wir sterben, will ich mit viel Energie hier rausgehen. Okay, hier gibt es nur eine Bombe. Weil die Frage ist, also ich kriege auf jeden Fall, hier kriege ich ein HP ab. Hier kriege ich ein Herz. So. Und ich werde jetzt in dem Kampf, der jetzt kommt, wieder Herzen erstmal verlieren. Und dann werde ich sterben. Und dann habe ich wieder nur noch ein Herz. Und dann würde ich trotzdem erstmal mit den einzelnen Herzen versuchen, hier klarzukommen. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Auch das lassen wir liegen. Okay, okay. Okay. Auch das lassen wir erstmal liegen. Wir kämpfen jetzt erstmal mit den Leben, die wir haben. Sollten die Leben draufgehen, ist okay. Aber ich werde jetzt auch immer stoppen. Ich werde jetzt auch immer stoppen. Ist mir egal, ob ich dann weniger Geld bekomme. Und ich Volltrottel! Am Schluss setze ich Jarrah ein, um das Geld zu vervielfachen. Ich darf das Geld zwischendurch nicht einsammeln. Ich Volltrottel. Ich darf das Geld nicht einsammeln. Ganz wichtig, ich muss das Geld da oben liegen lassen. Und jetzt kann ich mir halt auch Zeit lassen. Ich muss mich jetzt nicht hetzen, die einzelnen Phasen zu bekämpfen. Okay, wenn ich ihn über das Geld schmeiße, dann tut's mir leid. Aber das kann natürlich passieren.
Ja, also das wird natürlich passieren. Ich werde ihn da ziemlich sicher mit der Zeit über das Geld drüber schmeißen. Ja. Sorry. Ah, ich habe nicht gestoppt. Also, sorry, das wird passieren. Ich werde ihn über das Geld drüber schmeißen, dann kann ich Java nicht mehr. Ah, ist blöd. Ist blöd. Aber... Und stopp. Okay. Auch eine gute Phase. Kommen wir klar mit. Vielleicht sollte ich dann irgendwann, bevor ich ihn zu oft über das Geld schmeiße, einfach mal Q drücken. So, wenn ich das Gefühl habe, jetzt schmeiße ich ihn über das Geld, dass ich dann schnell Q drücke. Irgendwie so, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob wir es hinkriegen. Ich gebe mein Bestes. Ich habe wieder drüber nachgedacht. Ich habe dran gedacht, wenn ich es dann versaue, ja gut. Aber ich möchte die Energie halt jetzt vor allem aufheben. Das ist das Ding. Nehmen wir schon wieder 1,5 Stunden auf? Scheiße. Aber so wenig Geld kriegt man ja gar nicht, ne? So schlimm ist das gar nicht. Ich glaube, es ist eine Münze weniger pro Stufe dann oder so. Kommt mal hier runter. Nicht da, wo das Geld ist. Kommt mal hier. Ah, oh, nee, die spawnen die ganze Zeit. Das ist die Kacke. Jetzt kommen sie runter, na klar. Jetzt gehen sie wieder hoch. Mann. Hier, hier, hierher, hierher. Ja, schön hier. Okay, beide erwischt. Beide sind im Dings. Im Sud. Nice. Sehr gut. Wo ist er? Da. Ist mein eigenes Viech nicht mehr gesehen. Nicht zum Geld. Okay, perfekt. Sehr gut. Und stopp. Okay, das ist eigentlich wieder eine recht gute Geschichte. Oh, jetzt hat's da das Geld verschoben. Ich denke, jetzt war der beste Moment, um es einzusetzen. Weiß es nicht. Nein, Leute, ich bin dumm. Ich habe nicht nachgedacht. Ich hätte es natürlich oben bei den Herzen einsetzen sollen. Scheiße. Ich bin so doof. Das fällt mir genau in dem Moment ein, wo ich es eingesetzt habe. Ja, ich hätte natürlich oben die Herzen verdoppeln können. I'm sorry. I'm completely sorry. Ich habe an das Geld gedacht zum Verdoppeln. Ich hätte es bei den Herzen machen sollen. Ja, sorry. War komplett dumm. War komplett dumm. Gebe ich vollständig zu. Aber überlegt mal, ich hätte das jetzt hier nicht gemacht. Ich wäre hier in allen Phasen mit Pauken und Trompeten untergegangen. Okay, können wir kurz stoppen, bevor die nächsten Bosse kommen? Scheiße. Nein, ich habe nicht gestoppt. Okay, die nächsten Gegner hat schon gespawnt. Aber die sind sogar weg. Die ersten sind sogar raus. Oha. Okay, der ist auch raus. Nein. Muss nur überleben. Okay, 1,5 Herzen noch. Okay. Und der Satan-Kampf noch. Nein! Der soll da oben wüten. Der passt da oben genau richtig hin. Das ist sehr gut, was der da oben macht. Sind alle weg? Nur noch er übrig? Nur noch die Maske. Perfekt.
Ah ja, es war natürlich die dümmste Entscheidung. Es tut mir so leid. Es war natürlich die dümmste Entscheidung, Jera für die Münzen zu nutzen. Ich weiß nicht, was mich da wieder geritten hat. Okay, können wir kurz über den Effekt von War of Babylon reden? Nützt er mir jetzt was? Nützt er mir jetzt was? When you only have half a wet heart remaining or less. Also habe ich das ja. Genau. Das ist, ja, das ist ein komplettes Damage ab jetzt. Ab dafür. Und ich habe eh nur dieses eine blaue Herz jetzt. Perfekt, also. Perfekt. Gut. Gut, gut, gut. So. Und jetzt kann ich alles einsammeln. Ah, nee, wir gehen noch hier unten rein. Wir machen noch da die Kämpfe. Okay, kommen keine Kämpfe. Dann kann ich hier in Ruhe mein Zeug machen jetzt. Okay. Dann haben wir hier einen Damage-Up erstmal. Okay, dann haben wir noch den Cube of Meat. Ist das auch in Ordnung? Dann holen wir uns hier einmal das... Na, wir warten mal. Wir warten mal, was noch kommt. Das hier ist Gegner-Reroll. Also das werde ich auf keinen Fall für 15 Münzen kaufen. Tears Up mit blauen Herzen. Mit einem blauen Herz. Genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe noch eine Bombe. Ich habe noch eine Bombe. Die werde ich jetzt setzen und hoffen, dass auf 7er Item gerollt wird. Da war ein cooles 7er Item dabei, aber das, was jetzt hier drüben rausgekommen ist, ist dann leider nicht das, was ich haben wollte. Schade, das hätte ich jetzt natürlich gerne noch gekauft. Kommen wir aber nicht mehr ran. Okay, 5 Herzen und dann 3 Leben. Ich habe Bedenken, Leute. Ich habe große Bedenken. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir mit Forgotten bis zu Greed kommen. Aber ich hätte mehr Herzen haben können. Ich habe das wieder schlecht gemacht. Ich habe das wieder richtig schlecht gemacht. Ich hätte mehr Herzen haben können. Ungefähr das Doppelte. Ich hätte ungefähr das Doppelte an Herzen haben können. Ah, das ist doch ärgerlich. Komme ich doch irgendwie hier? Ich habe keine... Nee, ich kann nichts mehr machen, ne? Doch, ich kann noch was machen. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht mehr rerollen. Ja, das ist weg. Yep, das war's. Okay. Jetzt müssen wir erst die erste Phase überstehen. Den ersten Kampf. Aber gut. Mal gucken. Vielleicht kann ich die Sachen, die ich habe, recht gut nutzen. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe natürlich auf ein paar Blatt noch gehofft, ne? Das Blatt wäre halt Instant Win gewesen. Aber hey, habe ich nicht bekommen. So, den erstmal ganz schnell erledigen, dass der mir hier keine Probleme bereitet. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir, wie es läuft. Ich muss einfach so oft es geht... Gott, wie macht man jetzt eigentlich das mit den... Wie hält man jetzt die Dinger sich vom Leib? Ja, scheiße. Gott, wie kämpfen wir denn gegen so einen großen Boss? Ja, scheiße. Ich sehe da ganz große Probleme auf uns zu kommen. Scheiße. Nein, hör auf, getroffen zu werden. Okay, ich versuche jetzt einfach mal... Da, wo er ist, kriegt er gerade konstant Schaden. Also ich versuche jetzt einfach mal hier zu bleiben und mich nicht treffen zu lassen mehr. Jetzt hat er sich bewegt. Scheiße.
Oh ne, jetzt kommen die Dinger aus den Türen. Nicht gut. Bin hier ganz ungünstig. Ja, shit, der hat's mich erwischt. Jetzt geht's von vorne los, ne? Na, das kann ich knicken. Ja, schade. Schade. Ich glaube aber auch, selbst mit Dings hätte ich das nicht geschafft. Also Tainted Forgotten ist halt wieder so ein Charakter, wo du... Wie eigentlich meistens im Greed Mode. Du brauchst einfach nur Glück mit den Items. So, stellt euch vor, man hat das Blatt noch zusätzlich, dann war's das. Dann erledigt sich der Kampf komplett von selbst. Und dieses Itemglück brauche ich halt. Stehe ich hier gut? Nein. Okay, jetzt kommen wieder die Dinger. Das ist halt... Das ist kritisch. Steam Sale! Ja, wahrscheinlich. Oh, shit. Ja. Nee. Nee, ist aber in Ordnung. Einen Part werde ich mit ihm noch aufnehmen. Und dann gibt es entweder Zusammenfassung oder dann hat es geklappt. Quatsch, andersrum. Ja, keine Ahnung, wie man das machen soll. Ja, scheiß drauf. Ist okay. Ist okay. War zwar ein langer Part, aber wir haben noch mal einiges über Forgotten gelernt. Und dass ich dumm bin. Weil ich zum bestimmt 5000. Mal die Verdopplung von den Items falsch eingesetzt habe. Von den... Ich hätte die Herzen nehmen sollen. Aber ich glaube, auch dann wäre es nicht... Hätte es noch nicht funktioniert. Ich glaube, auch dann hätte es noch nicht funktioniert. Aber es gibt sehr viele interessante Synergien mit Forgotten. Ich möchte schon nochmal einen Guillaume mit ihm versuchen. Ich freue mich bei ihm aber mehr auf die normalen Ones. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf die normalen Ones freue ich mich mit ihm doch durchaus mehr. Aber vielleicht nutzen wir das auch in Zukunft, dass er die stoppen kann. Vielleicht will ich die stoppen. Weil meistens gehe ich deswegen drauf, weil zu viel los ist. Und das ist mit ihm echt schlecht. Also ich glaube fast, das wäre eine Idee. Müssen wir uns überlegen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.